bedenken, das Modell wiegt nur 120 Gramm. Also wenn der Wind mal ein bisschen stärker drückt, ist es auch mal schnell weggeweht. Man sieht ja auch, dass, wenn man Looping geflogen wird an eine Rolle, das geht ratzfatz. Als Stromversorgung ist da ein ganz kleiner Lipo-Akku drauf. Er hat 7,4 Volt, ungefähr so circa 400 mA. Das reicht so für circa 4-5 Minuten Flugzeit, je nach Flugstil. So, die Besonderheit, wie gesagt, sind diese beiden Motoren vorne. Die kann man halt für den Flugmodus über die Fernsteuerung nach vorne schalten. Dann kippen die Motoren nach vorne direkt, dass man in den Flugmodus reinkommt. Und so kann man halt das Modell dann fliegen wie ein normales Standardflugzeug. Und so ist dann der Modus für den Senkrechtstart und für die Senkrechtlandung. Also leider kann man das ganze Potenzial des Modells hier nicht so zeigen im Flugmodus. Der Nachteil ist auch, dass die Motoren so ein bisschen durchsichtig sind. Also der Akku hält so circa 3 Minuten, dann ist er leer. Ah, jetzt ist schon bei 2 Minuten. So, da sieht man also, dass da ordentlich Leistung in dem Modell ist. Und die braucht das Modell auch, damit es auch schnell zügig starten kann. Wir müssen natürlich hier über die Bäume rüberfliegen. Das sind so ungefähr gut 40, 50 Meter Höhe, die wir hier haben. So, und dann kommen wir hier durch die Schneise durch. Zack. So, und dann setzen wir mal zum Looping an. So, jetzt kommen wir wieder hier durch die Schneise durch. Ziehen das Modell nochmal rum. Drehen mal eine Rolle. Ja, der Wind, der nimmt so ein bisschen zu. Das ist ein bisschen tricky, aber also gerade machbar. Jetzt kommen wir nochmal einmal hier durch. Start noch einmal durch. Versuchen noch mal ein Looping. So, und dann werden wir mal die Landeklappen auf die erste Stufe setzen, damit das Modell so ein bisschen langsamer wird. So, gucken wir, dass wir da hinten durch die Schneise runterkommen, im Sturzflug so ein bisschen. So, jetzt müssen wir einmal hier rum. Ah, das passt.